Okay, da sind wir wieder. Und obwohl ich letztes Mal gesagt habe, wir machen jetzt diesen nächsten Boss in der Lost Bastille, ist mir eingefallen, wir können erstmal was ganz anderes machen. Und zwar waren wir in Heides Tower of Flame noch gar nicht fertig. Das heißt, ich mache erstmal da schnell den Rest noch. Da gibt es nämlich auch noch einen Boss. Und dann schnappen wir uns erstmal den, bevor wir uns an den unfairen Boss heranmachen. Warum ist der Boss in der Lost Bastille unfair? Weil man da gegen drei Bosse kämpft. Das ist das wunderbare Dark Souls 2 Design. Ich persönlich finde es ja absolut beschissen. Aber das Spiel tendiert dazu, einen mit vielen Bossen zu bewerfen. Also man hat es oft, dass man nicht mehr gegen einen Gegner kämpft, sondern gegen mehrere. Und ja, finde ich persönlich nicht so gut, weil irgendwie macht das einfach nur künstlich das Spiel schwerer. Das ist nicht richtige Schwierigkeit, sondern es ist einfach, hey, wir sind zu doof, einen Boss zu machen, der schwer ist. Deswegen machen wir einfach einen ansatzweise schweren Boss und packen davon mehrere in einen Raum. Wir sind so clever. Naja, muss man durch. Aber ich glaube, generell sind diese Bosse denn. Kommen die Typen? Ja. Generell sind diese Kämpfe denn natürlich um einiges schwerer als die einzelnen Bosse, wenn man sich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren darf. Das ist irgendwie nicht so cool. Das war doof von mir, aber egal. Ja, man sieht, die sind jetzt nicht mehr so stark hier, wie am Anfang. Ich habe mehr Leben. Ich krieg Tatsache viel Schaden. So, tschüss. Hätte ich mich ja fast killen lassen von den Teilen. Nur weil ich probiere, möglichst schnell durchzukommen. Aber ist egal, ich fresse jetzt schnell meine Life-Gems. Und vielleicht erinnert sich ja einer noch hier dran. Wir sind letztes Mal da lang gegangen, Richtung Dragon Rider Boss. Dann geht's hier auch noch lang. Da geht's zu einem ganz anderen, lustigen Boss. Den man, wie ich gelernt habe, von Derfer sogar parieren kann. Das wusste ich nicht. Ich habe es deswegen offscreen mir mal angesehen, wie das denn funktioniert. Und habe gemerkt, hey, das bringt ja gar nichts. Weil Parieren anscheinend nur gegen den Pursuer gut ist. Bei allen anderen Bossen, die, ja, werden dann ganz kurz gestaggert und machen einfach weiter. Aber man kriegt dann irgendwie nur einen Hit rein. Deswegen werde ich das dann nicht drauf anlegen zu parieren. Sondern ich werde probieren zu dodgen. Und halt nach dem Dodgen dann zuschlagen, wenn mir die Zeit dafür bleibt. Ich weiß nicht, wie gut das bei dem Boss jetzt funktionieren wird. Weil ich den halt vorher auch immer mit einem Schild gemacht habe. Den kann man ziemlich einfach komplett wegblocken, alles. Aber der ist ein bisschen flink, deswegen kann es sein, dass es mit Dodgen nicht so einfach wird. Cracked Blue Eye Orb. So, da oben ist eine Brücke. Die holen wir mit dem Teil jetzt hier erstmal runter. Hahaha, runterholen. Ja, und da ist dann der Boss drin. Man sieht da, man hat es ganz kurz gesehen, da war schon das Foggate. Der Hintergrund da, der sieht schon ziemlich billig aus, oder? Da haben sie aber ein hochauflösendes Bild genommen. Das ist die Cathedral of Blue. Also die Kathedrale des Blauen. Ein sehr schöner Name. Was gibt's hier krasses? Human Effigy. 5 Stück? Wow, und ein Ring of Binding. Gucken, was war denn der Ring of Binding? Achso, wenn man Hollow ist, verliert man nicht so viel Leben. Okay. Naja, nicht unbedingt praktisch. Gucken, wie viel Prozent habe ich? Ich bin bei fast 60%. Naja. Ich gehe einfach mal davon aus, das reicht für den Boss. Und wer Dark Souls 1 gespielt hat, kennt den Boss vermutlich sogar. Das ist nämlich Mr. Ornstein, höchstpersönlich. Und da hat er mich schon angewichst. Das meine ich, der ist relativ schnell. Muss ich gucken. In Dark Souls 1 konnte ich den immer ganz gut dodgen. Hier habe ich es nie probiert, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber macht jetzt nicht so viel Schaden. Ich denke, den kann man auch ganz gut einfach face tanken. Oh, das macht schon ein bisschen Schaden.
Boah, ich hab's so drauf. Ich bin halt richtig kacke. Ich bin gleich tot. Ich bin tatsächlich gestorben. Gut. Hätten wir das geklärt. Eigentlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich an dem Boss sterbe. Deswegen bin ich zuerst hier hingegangen. Weil der extrem einfach ist. Aber man kann nicht alles haben. Haben wir tatsächlich mal in Dev erlebt. Und das Spannende ist jetzt, dass wir dahin wieder zurücklatschen dürfen. Ich werde einfach mal das hier ein bisschen wegmachen. Was hatte ich denn an? Hatte ich das an? Ne, das hatte ich an, glaube ich. 3,1. Nicht irgendwie was Leichteres hier. Ich will ja nicht komplett nackt rumrennen. Aber ich will auch nicht mit diesen Piss-Items rumrennen. Ziehen wir mal das an. Ja, das hier noch. Okay. Ist jetzt nicht so super ästhetisch, was ich hier habe, aber ich glaube, ein bisschen mehr Speed wäre ganz praktisch bei dem Boss. Selbst wenn es jetzt nicht allzu viel ist. 6%. Ah. Ich überlege gerade, ob man den mit dem S-Talk machen könnte. Das S-Talk, haben wir gesehen, ist nicht so gut gegen die Old Knights hier. Ich weiß nicht, ob das bei dem Typen genauso ist. Da hat man gerade gemerkt, wie viel Armor überhaupt bringt. Weil ich glaube, der hat mir genauso viel abgezogen wie vorher, als ich dieses andere Rüstungsset anhatte. Super stark. Rüstung ist beste. Der Boss ist übrigens optional. Also den muss man nicht machen. Mann, ich spiele heute echt kacke. So, bist tot. Viel zu sagen, weil wir das Gebiet schon kennen. Ich glaube, ich werde mir dann nach dem Boss ein paar Life Gems holen. Die sind zwar nicht mehr so gut, jetzt wo ich ein bisschen mehr Leben habe. Aber ich finde die trotzdem ganz praktisch, weil wenn man irgendwie mal so einen Kampf überlebt und dann fehlt einem nur ein bisschen Life, dann benutze ich lieber einen Life Gem und hebe mir dafür meinen Estus auf für den nächsten Boss oder sowas. Okay, einen müssen wir noch kaputt prügeln davon. Zum Glück sind das relativ einfache Gegner. Es ist nicht so schlimm, wenn man am Boss stirbt. Es kommen später ein paar Bosse, das ist extrem nervig, wenn man an denen stirbt. Wenn man sich dann durch sehr nervige Gegner wieder durchprügeln muss. Oder man geht einfach voll YOLO und rennt durch. Wobei es dann natürlich sein kann, dass man direkt im Boss-Gate, also in dem Fogdor, gekillt wird. Das ist dann auch nicht so nice. Ich werde jetzt einfach mal mein Life so lassen. Und hoffe, dass das funktioniert. Ich denke, ich werde mal das S-Talk benutzen. Ja. Probieren wir es mal so. Wenn ich bei 16% Traglast, dann kann ich auf jeden Fall besser dodgen. Hoffe ich. Ich sag das jetzt einfach mal so und ich sehe schon, ich fress gleich mal den ersten Hit. Oh nein, ich fress den ersten Hit nicht. Das macht ja trotzdem gar nicht so schlecht Schaden. Ich will mein Kadaver-Ding da einsammeln. Ne, ihr habt vielleicht gesehen unten rechts, ich habe meine Seelen wiederbekommen, die ich vorher gedroppt habe bei ihm. Wir gehen das jetzt einfach mal ein bisschen ruhig an hier. So schlecht. Gut, also lassen wir es erstmal. Der Boss will anscheinend heute nicht von mir getötet werden. Und so gut wie ich heute spiele, verkacke ich beim nächsten Mal garantiert auch gegen den. Probieren wir es mal mit einem schwereren Boss. Wird garantiert besser funktionieren. Indem ich mir jetzt hier meinen krassen Playthrough total versaut habe. Was wollte ich jetzt? Tower Apart. Vor dem Boss in der Lost Bastille hier
gibt es so eine ganz berüchtigte Stelle. Ich würde fast so weit gehen und sagen, das ist eine der schwersten Stellen im Spiel. Speziell, wenn man es das erste Mal spielt. Es gibt zwar noch ein paar andere Stellen, die auch schwer bleiben, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Aber das hier sollte eigentlich machbar sein. Ich weiß, das habe ich bei dem Boss eben auch gesagt. Aber hier sollte es Tatsache so sein, weil ich eine gute Waffe dafür habe. Es ist nämlich hier drüben. Das sieht man da hinten, so eine Tür. Die ignoriere ich erstmal noch. Ich will probieren, ob ich diesmal da hinten die Wand aufkriege. Oder ob ich das wieder verkacke. Aber durch diese Tür, wenn man sich da ein bisschen blöd anstellt, kommen da relativ viele Gegner gleichzeitig durch. Und man hat dann nicht wirklich Platz, irgendwohin zu dodgen. Das heißt, man muss die Gegner dann kaputt machen. Und das kann sehr anspruchsvoll sein. So, ich pull den jetzt mal weg da, von dem Fass. Aber wenn man eine Waffe hat, so wie ich hier gerade, mit der man in engen Räumen gut kämpfen kann, dann sollte das machbar sein. Sollte. Gucken, ist da unten noch ein Viech? Nein. So, dann räumen wir mal das Fass. Und hoffentlich funktioniert das jetzt. Oh, so sick. Das ist jetzt tatsächlich offen. Hier ist aber noch ein Hund. Noch einer. Ja komm, den nehmen wir auch noch mit. 143 Seelen. Hier haben wir jetzt ein Bonfire drin. Was wir einfach mal spontan benutzen. Und dann haben wir hier einen Typen. Das ist ein Schmied. Das sieht man vielleicht. Den können wir aber noch nicht benutzen, den Typen. Der will nämlich einen Ember haben. Und das kriegen wir erst relativ spät im Spiel. Aber wie immer, wir beklauen ihn. 10 Heavy Bowls. Dann sind hier bestimmt noch 10 Heavy Arrows drin. 10 Iron Arrow. Ich bin so smart. Titanite Shard, 5 Stück. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil so ein Ding kostet 800 Seelen. Und 2 Large Titanites. Das ist auch gut. Machen jetzt mal die Fackel an. Dann kann man nämlich bei ihm hier drinnen Licht machen. Und dann verpisst er sich. Wenn man das nächste Mal gebonfired hat, dann ist er, glaube ich, hier vorne an dem Amboss. Dann kann man an die Kiste, auf der er sitzt, Tatsache ran. So, aber ich wollte jetzt den Boss probieren. So ein bisschen auf die Haltbarkeit von meinem Schwert schaue. Das ist schon zu einem Viertel weg. Das brauche ich jetzt aber auch, um hier weiterzukommen durch die Gegner. Aber ich will es auch für den Boss benutzen. Muss ich mal gucken. Kann sein, dass ich den Repair Powder verschwenden muss. Wenn man jetzt Online-Modus anhätte, dann wären hier wahrscheinlich lauter so eine Textdinger am Boden, wo dann irgendwas steht. So, wenn man die Tür aufmacht, dann sieht man da unten, ist ein Schwerttyp. Sieht man, also vielleicht sieht man es. Und ich gehe ganz kurz rein und gehe dann wieder raus. Und dann hört man klappern. Und dann kommen Gegner. Wenn man das nicht so macht, sondern relativ unvorsichtig da reinläuft, dann hat man von den Typen hier 6 Stück am Hals. Und wenn man dann eine Waffe hat, die nicht one-hittet und die halt hier so irgendwo gegenschlägt noch, dann kann man sich da sehr leicht verhaken und stirbt. Mit dem Greatsword ist das aber relativ einfach. Andere Waffen, die gut sind, zum Beispiel ein Speer. Ein Speer ist gut dafür. Ich glaube, eine Halberd ist auch ganz praktisch. Halt alles, was so ein Overhead-Swing macht, ist gut. Alter, wo ist meine Haltbarkeit hin? Hä? Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Wie kann ich da jetzt so viel Haltbarkeit verloren haben auf meine Waffe? Mit so wenig Schlägen fast kaputt.